Eike Meue, heute sind wir im St. Wendler Land unterwegs. Wir laufen den Brunetal-Rundwanderweg. Ich bin mal gespannt, wie ihr ihn so findet. Und hinter dran ist der Marco. Eike Meue, die Rundwanderung hat ungefähr 16 Kilometer, aber das sehen wir ja an der Seite bei den offiziellen Tourdaten. Und ich wünsche euch auch viel Spaß beim Gucken. Also, bis später. Ciao. So wie es im St. Wendlerland üblich ist, ist hier alles schön gepflegt, die Bänke sind ordentlich und die Beschilderung ist klasse. Ich weiß nicht, ob ich mich heere, aber wir laufen jetzt auf dem Grimstaler Panoramaweg. Das ist sogar eine Traumschleife. Und die ist arisch schön. Oh leck, Leute, bin ich so voll gefressen. Ich war eben mit Marco im Gasthaus Kallenborn im Dorf im Bohnental und das war richtig, richtig lecker. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal hinkehren. Zum Weh an sich kann man wirklich dazu sagen, dass da eigentlich alles gebot wird. Wir haben schmale Pfade, natürlich wesentlich weniger als breite Wege. Wir haben auch mal viel drinnen Asphaltanteil. Aber das ist für 16 Kilometer langer örtlicher Wanderweg vollkommen in Ordnung. Und die gute Gepflegtheit des Weges und halt auch die sehr, sehr gute Beschilderung, die spreche auch für sich. Ruhebänke finden natürlich auch jede Menge, in Kombination mit Rastplätze und das Tor ist einfach richtig gut gemacht dabei und wie gesagt, Daumen hoch dafür. Gut, dann würde ich sagen, gebe ich euch mal noch mal hinter dran den und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ich bin auch voll gefressen, ne? Aber nur um Essen soll man ja Ruhe oder 1000 Schritte tun.
Ich mache auch dann, beziehungsweise mir mache das Letztere. In dem Sinne wünsche ich noch um Topper ganz liebe Grüße. Ich hoffe, wir gehen bald mal nochmal gemeinsame Tour, weil da warte ich ja nur drauf. Oder bist du so unfit, dass du mal einfach nicht zusagen willst? Ich weiß es nicht. Also, und an die restliche Acht noch ein schöner Tag, schöner Abend und wir sehen uns demnächst. Ciao! Ach und Topper, das Westerwaldbier, ne, das in meinem Kühlschrank vor sich hingammelt, das müsste auch so langsamer getrunken werden. Eige Moje, da sind wir wieder. Heute sind wir im Sankt-Wendler Land unterwegs. Viele Ruhebänke, es ist sehr gepflegt. Also uns hat der Wehr richtig saumäßig gut gefallen. Und mir wäre das auf jeden Fall, denke ich mal, wiederholen wieder. Nee, ich will schon wieder. Ich habe nur Scheiße gelabert.